US-Präsident Donald Trump betet jetzt mehr als früher. Das Amt ist so mächtig, dass man Gott noch mehr braucht, sagte der Republikaner dem christlichen Fernsehsender CBN. Es gibt fast keine Entscheidung, die du machst, wenn du in dieser Position sitzt, die keine lebensverändernde ist. Also kommt Gott noch mehr dazu. Trump verteidigte in dem Interview zudem die von ihm verhängten Einreisebeschränkungen für Flüchtlinge aus bestimmten Ländern, in denen fast ausschließlich Muslime leben. Seiner Ansicht nach sollten Angehörige religiöser Minderheiten bevorzugt werden, vor allem Christen. Bislang hätten vor allem Muslime in die USA kommen können, während Christen in Syrien die Köpfe abgeschlagen worden seien. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte die neuen Einreisebeschränkungen. Der Kampf gegen den Terror rechtfertige nicht, bestimmte Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht zu stellen. Auf außergewöhnliche Weise hat der brandenburgische Bäckermeister Karl-Dietmar Plenz während der Grünen Woche in Berlin für seine Backwaren und für den christlichen Glauben geworben. Auf einer alten Gutenberg-Druckerpresse konnten die Messebesucher wie zu Zeiten Martin Luthers einen Bibelvers drucken. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Zu den ersten Besuchern gehörten Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger. Beiden überreichte Plenz, der Mitglied einer evangelischen Brüdergemeinde ist, ein neues Testament. 2005 erhielt Plenz für hervorragendes wirtschaftliches und missionarisches Engagement den Wertepreis. Er wird vom Kongress christlicher Führungskräfte verliehen, der wieder Ende Februar in Nürnberg stattfindet. Bei der 6. Leiterschaftskonferenz der geistlichen Gemeindeerneuerung in Braunschweig haben 650 Leiter aus 200 Gemeinden teilgenommen. Das Motto der Tagung war Weiter Raum in Anlehnung an Psalm 31, Vers 9. Sehen Sie dazu einen Kommentar vom Vorstandsmitglied der Weltpfingstbewegung Ingolf Elzel. Dieser weite Raum, der uns hier angeboten wird, ist raus aus der Enge von Zwietracht und Schaden, hinein in Gemeinschaft, in einem Geist der Liebe und raus aus Egoismus, dem engen Raum, hin auch sozial und liebevoll mit dem Nächsten sich auseinanderzusetzen, der in Armut und Schwachheit ist. Aber darüber hinaus merken wir auch, dass der weite Raum uns zeigt, dass das Reich Gottes, Gemeinde, Christsein nicht aus eigener Kraft herzustellen ist, sondern allein durch das, was Jesus uns anbietet.